Hallo, willkommen zurück zu Alone in the Dark. Ja, wir werden hier mal ein bisschen rumstöbern, dann wir können auch gleich mal hier anfangen. Ich brauche den Schlüssel. Okay, da geht schon mal nicht. Und hier gibt es ja, glaube ich, auch nichts. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob man den das geht nicht. Okay. Ich dachte vielleicht, dass man den Keil rausbringt. Jeremys Zimmer. Wieder vollkommen normal. Ja, vielleicht finden wir da noch was. Da ist wieder was. Emily ist da. Sehr schön. Was hat jetzt die da so lang braucht? Da haben wir was. Nix. Ja, sag mal, finde ich da eigentlich mal was? Fellfeder, Alter. Ja, so viel Muni habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Da ist nirgends wo was. Okay, damit haben wir den Schlüssel los. Was für ein seltsamer, aber schöner Raum. Ich muss zurückkehren. Ich habe es getan. Ich habe die Schwellen zu meinem Ziel ohne ein Fokusgerät überschritten. Mein Talisman kennt nun diese Wege und die Scheiben sind nicht länger nötig. Ich kann den Weg nach Lafayette ebenso leicht finden wie den zu meinem Zimmer. Ich habe das Grab meines Vaters besucht und den Ofen gesehen, der auf mich wartet. Danke, dass du diese Türen geöffnet hast. Ich muss nun meinen Mut zusammennehmen und zu diesem verhassten Hügel beim Ölförderturm zurückkehren. Ich hoffe, dass es dir besser geht, wenn ich zurückkehre. Jeremy. Sind das Tierkreiszeichen? Natürlich bräuchten wir erst mal ein paar Hinweise. Muss ich mich daran erinnern, wie ich sie wieder herausbekomme? Es gibt einen guten Grund, warum sie weggesperrt sind. Ich bin mir sicher, sie ist immer noch fähig, den falschen Leuten Antworten zuzuflüstern. Aber nicht mehr lange. Bald werde ich sie brennen sehen. Diese schwarze Ziege wird geopfert werden, damit all das ein Ende findet. Dann wird alles vorbei sein. Dann gibt es kein Desedo mehr. Und leider auch kein Astarte. Ihr guten Piraten von Pontchartrain, möget ihr den See befahren, bis ihr die Küsten von Harley endlich findet. Was haben wir denn hier? Die Astarte-Künstlerkolonie. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie eine Mardi Gras-Truppe namens die Piraten von Pontchartrain hatten, als ich ein Kind war. Ja, aber da sind Zahlen drauf, aber das bringt mir nichts. Zumindest jetzt noch nicht. Oh, was ist denn hier? Austauschen oder so kann ich das nicht, ne?
Was füge mir der Fäulnis? Nein, was ist da drin? Auf den Bildern ist eine aggressiv aussehende Fäulnis. Was war hier? Okay, das Dunkle müssen wir hier hinbringen. Hat sich jetzt hier was verändert? Nee, ne? Blödsinnigerweise haben wir das. Ah, warte mal. William, Franklin und Noah. William, Franklin und Noah. Wer 294? 294? Vergleiche den Namen. Ja, die 294, das habe ich schon. Ich brauche aber hier. Ach so. 2 wäre praktisch. Kann das sein? Das hier, oder? Kurz gucken. Sind da alle Tierkreiszeichen drin? Nee. Okay, das wollte ich bloß wissen. Halt falsch. 2, 9, 4 brauchen wir. Dann brauchen wir 9. Das wäre. Ist das schon richtig rum? Irgendwie so Omega. Und dann die 4 wäre Taurus. Okay. Omega. Ah, na bitte. Ist doch gar nicht so blöd. Zerbrochene Scheibe. Das ist dann die draußen für die Uhr, ne? Okay, aber noch ganz gut gelöst hier. Ich dachte, es wäre schwerer, aber es geht ja nicht. So, hier gibt es sonst nichts mehr. Das hat aber schön ausgeschaut hier. Was krabbelt denn da alles rum? Was ist das hier alles, ey? Jetzt kriege ich doch ein kleines bisschen Pipi in die Hose. Okay, drauflatschen sollte man vielleicht nicht. Au! Scheiß Dinger da. Das wäre doch normal. Ich verstehe nicht, was hier passiert. Ja, mich brauch's nicht von lang. Ich habe keinen Plan. Ich wollte auch nicht schauen, was hier noch so ist. Okay, die ist zu. Schauen wir noch mal. Ich glaube, das habe ich schon mal wo gesehen. Ja, ja. Kann ich das drehen eigentlich? Ja. Cool. Nee, das kann nicht. Das kann nicht sein. Das ist schon eher. Nein. Darüber stand doch etwas in Jeremys Notizbuch. Ja, das kann schon sein, dass da was drin stand, aber. Kann auch sein, dass die Dinge nur noch austauscht werden müssen. Die Uhr ist einfach stehen geblieben.
ist ein scheiß Teil halt. Moment. 3, 4, 6. Wenn wir von der kleinsten zur größten gehen. 3, 4, 6. Drei. Nein. 4, 6. Was haben wir gesagt? Wenn wir von der kleinsten zur größten gehen, dann ist doch das hier 3, 4 und das 6. Es zeigt mir etwas. Das ist nur der Flur von Jeremys Zimmer, oder? Mhm. Da kennt man den Teppich. Aber das haben wir auch mal soweit. Was ist denn eigentlich mit dem Bild hier? Nichts. Okay, ganz vorsichtig hier. Ja. Das geht immer nicht auf, ne? Kann sich ja verändern, ich weiß es ja nicht. Da hat sich doch nichts verändert, oder? Da haben wir... Wir haben gar keine Items mehr. Hallo? Was? Ziemlich geräumig, so ein Zimmerchen hier. Ich hab's geschafft. Ich habe einen Zugang zu einem weiteren Traum geöffnet. Na toll, da bin ich ja begeistert. Da kann ich runter. Da geht nirgendwo hin, ne? Okay, hier liegt nichts rum. Wie blöd, dass ich den Bolzenschneider nochmal habe. Da ist er hier. Da kommt bestimmt wieder Monster. Mai 1923, Montag. Alles gut, bereit für die Lieferung. Wartung, Ölpumpe muss gewartet werden. Wenn damit herumgespielt wird, wird viel verschüttet, wenn keine sachgemäßen Vorbereitungen getroffen werden. Dienstag. Lieferung verzögert, aber abgeliefert. Wartung, Wartungsbrücke so gut wie kaputt. Mittwoch. Schürfer haben widerwillig zugestimmt, Mr. Hardwood den Grabhügel zu zeigen. Das ist ein Maler, der in der Zeitung über unsere Entdeckung gelesen hat. Er will morgen wiederkommen und einen Weg ins Innere finden. Donnerstag. Mr. Hardwoods Arbeiten dauern länger an. Arbeiter scheinen nervös wegen seiner Anwesenheit. Hardwood hat versprochen, nicht zum Lager zurückzukehren. Stattdessen hat er das Angebot von Kapitän L'Officier angenommen. Er will ihn morgen mit auf sein Boot zu der Anlage bringen. Hoffentlich hat die Sache damit ein Ende und die Arbeit kann weitergehen. Wartung, die Brücke zwischen dem Ölturm und dem Sumpfland ist eingestürzt. Vermutlich Sabotage. Das ist der Teufel, dem wir nun folgen. Okay, die vorgehobenen Teile des Textes ist natürlich immer der Hinweis. Aha. Cool, gibt's aber nichts. Ein bisschen mehr Muni wäre nicht schlecht. Naja, eine Patrone. Ihr seid so gnädig. Ich brauche den Schlüssel. Toll.
Hier kann ich nicht nachgucken, ne? Okay, ist ein bisschen fies. Da kann man natürlich dann nicht schauen, ob man da schon was alles abgerast hat. Ist das irgendwie was zum Reinlaufen? Reingehen? Nee. Da ist was zum Werfen. Gegner geworfen werden, ja, dann muss halt erstmal Gegner da sein. Komm ich da hoch? Nee. Da ist auch was. Da ist zu. Abgeschlossen. Ach, wirklich? Was? Anlegestegschlüssel. Oh, den nehmen wir mit. Alles klar. Gucken wir mal hier ein bisschen was plündern können. Und gleich 4. Und ein Getränk. Da komme ich nicht hoch, ne? Was war das? Nee, da komme ich nicht hoch. Es fehlt noch etwas. Jetzt haben wir den Anlegestegschlüssel, kommen wir nicht weit. Also gut, dann zurück. Da gibt's nichts. Ich traue der ganzen Marie hier nicht. Interessant. Okay, man kann sowieso nirgendwo hinlaufen, wo man nicht hinlaufen soll. Oh, mui. Sehr schön. 20 Schuss. Und ich habe ein Rohr. Okay, da kommen wir wieder runter. Das heißt, wir bräuchten hier vermutlich erst was. Brückenhebel. Ah, na bitte. Getränk voll. Sauber das da rein und dann nehmen wir das da mit, hätte ich gesagt. Also schnell werden wir hier vermutlich nicht mehr herkommen. Okay, jetzt lass mich ran, da kommt jetzt noch bestimmt was. Da drüben war was. Zum Werfen. Ja. Halt! Wo ist es? Ist er tot? Ich hab's mir doch fast gedacht. Da war noch mal was, ne? Ja, genau. Es hat geklappt. Natürlich. Sonst kommen wir ja noch mal weiter. Gott. Du wiegst so viel, junge Dame. Da ist nichts. Da habe ich noch. Okay. Aber ich habe noch ein Rohr.
Da hätte ich noch eins, aber das bringt ja nichts, ne? So, was ist das jetzt, was da liegt? Okay. Das wäre Heilung. Ich versuche auf jeden Fall auf Nahkampf zu verzichten und dabei was zum Werfen. Aber da war ja noch was oben. Komme ich da nochmal zurück? Da ist eine Axt. Aber ich habe ein Rohr. Ich nehme jetzt einfach mal die Axt. Aha, eine Schaufel. Was ist das? Ah, okay. Wo soll das hin? Wow, ich komme hier nicht weg. Das ist sowas von träge, ne? Mit einer Nahkampfwaffe. Ich krieg das kaputt. Ich brauche nur etwas, um draufzuschlagen. Wie wär's mit deinem Kopf? Wo sind das jetzt? Kann ich den weglocken vielleicht? Ich komm hier nicht. Was soll ich denn erst töten hier? Naja, ist natürlich kacke, wenn er da und verbuddelt ist. Okay, das haben wir. Upsala. Aber da ist ja auch noch was. Gar nichts? Eine Schaufel, nee. Versuchen wir natürlich ein bisschen was zu finden. Das war's aber auch hier, oder? Nee. Toll. Jede Menge nichts. Dabei hätte es da oben noch was gegeben. Das ist das Paddel. Das waren jetzt nicht gerade wenig. Muss aber bloß gucken, dass er da nochmal viel Scheiß baut. Da ist doch ein Viech, ne? Ach,
Jetzt will ich da hinlaufen und looten. Als ob die was fallen lassen. Ah ja, ich habe schon außen, ist wieder was. Ihr seid so gnädig zu mir. Na toll. Schau mal dahinter. Da geht's durch. Irgendwas grummelt hier. Gucken, was es hier so gibt. Jetzt dachte ich schon, das ist auch Viech. Das ist sehr schön. Die geizen hier richtig in den Spiel hier. Aber so wie es ausschaut, muss ich dahinter, oder? Mal gucken, was es hier so gibt. Alter, ich werde mich damit Händen und Füßen. Erstmal nachladen hier. Staudie des Betrachters. Die Brille interessiert dich nicht, ha? Okay, dann haben wir hier nochmal. Was ist das? Ah, der jetzt was zum Waffen geben. Okay, nichts mehr. Dann haben wir hier alles geholt. Drücke Y, um zu schleichen. Okay. Das Ding ist kaputt. Schleichen hat nicht viel gebracht. Aber ich habe zumindest Muni gespart. Was ist das hier? Okay. Kommt doch schon wieder mal. Alter, was ist denn das da für ekelhaftes Zeug, was du da machst? Mich mal kurz ein wenig weg. Okay, jetzt haben wir sie mal so einen Trank rein hier. Aber so viel halt er gar nicht. Jetzt aber ziemlich viel verschossen. War da ziemlich viel Feinde jetzt hier. Das was zu werfen, das bringt mir jetzt so unheimlich viel. Da auch. Okay, wenn jetzt noch einer kommt, dann müssen wir
wieder hier zurücklocken und da ist, kommt glaube ich keiner mehr. Ne? Moment. Ne, da geht's nicht durch. Oh, Muni. Ah, da ist schon wieder einer. Haben wir schon gesehen. Verdammt, es muss doch einen Weg auf die andere Seite geben. Auf jeden Fall immer Rohr. Ich gehe mal davon aus, die bleiben hier in dem Gebiet. Das wäre nett, wenn nochmal. Das war natürlich nichts. Tut weh? Mir egal. Ist er tot? Nee. Stirbst du jetzt eigentlich mal oder was? Aber jetzt. Da wäre es zum Molotow-Cocktail gewesen, okay. Ansonsten gibt es hier nichts, ne? Okay, nee, darunter nicht. Ist das jetzt wirklich nötig? Wieder fällt es jetzt runter. Wie komme ich da wieder zurück? Und was jetzt? Ja, was fragst du mich? Soll ich da Lappen oder was das? Oder keine Ahnung, was das ist. Fester Stoff. Nicht nach unten schauen, Emily. Ist da woanders auch noch sowas? Nee, ne? Bloß hier. Ach so, dazu braucht man das. Was zum... Ja klar. Übertreibt sie jetzt nicht. Der Fall da. Da liegt auf jeden Fall was. Irgendwas so plötzlich.
Ich schleich mal. Sicher ist sicher. Vor allem aufpassen, über was man drüber läuft. Nicht, dass so blöde Leichen rumliegt irgendwo. Es ist der hasserfüllte Hügel, den Jeremy in seinem Buch erwähnt hat. Ja, ein leichter Spaziergang für alle. Kann ich da jetzt rein? Jeremy, du hast dein... Oh Gott. Mrs. Marcus? Runter von mir! Was machen Sie hier? Ich suche meinen Onkel. Jeremy ist Ihr Onkel? Würden Sie bitte... Danke. Es heißt Miss Hartwood. Erkennen Sie mich nicht? Ich erkenne Sie, Miss Tabor. Ich habe vorhin Baptiste getroffen. Oh, dann nehme ich an, er hat Jeremy auch nicht gefunden. Wir haben uns aufgeteilt. Kann ich das haben? Ich möchte nach Taroea. Schön, aber nur das. Ich will, dass Jeremy angelockt wird. Wir müssen weg, bevor es hier reinkommt. Was? Wohin? Los, schnell! Was ist schnell? Ich will doch noch... gucken, was hier alles ist. Wieso kann ich mich damit umgucken? Ja. Was? Gott, verdammt nochmal. Okay, ich bin wieder hier. Ich bin wieder in Borsetto. Das heißt, ich habe das mit dem Ölbohrturm hinter mir. Da komme ich immer noch nicht dran, ne? Ich will die Schrotflinte haben. Und da kann ich immer noch nichts machen. Ja, ja. Ach so, was mit der Tasche hier? Malerspachtel? Ah, okay, okay, alles klar. Verstehe, verstehe. Überlegungen zur Macht des Verbs in bestimmten Texten. Von Juan Luis Jorge. Zu handeln ist in und für sich göttlicher Natur. Selbst die geringste Bewegung unserer Hand ist Beweis für die Regung unserer Seele. Und dennoch wird unser freier Wille so leicht von der dumpfen Langeweile des Alltags überstimmt. Unsere Handlungen werden Gewohnheit und Zwang. Trotz Luxus und Bequemlichkeit. Wahre Göttlichkeit findet sich in der Entscheidung, die Bühne zu verlassen, auf der wir alle spielen. Jene, die diese Freiheit entdecken, werden überraschend von dem Grauen dieser Erkenntnis getroffen und gelähmt werden. Oder, noch schlimmer, zum Freitod greifen. Aber wenn du fähig bist, diesen Sturm zu überstehen, wirst du erkennen, dass jenseits dieser Angst ein göttlicher Pfad auf dich wartet. Es besteht die Chance, deinem Schicksal zu entweichen und etwas Neues zu schaffen. Etwas, das weder geplant noch vorherbestimmt ist. Es ist nicht leicht, diese Art von Handlung zu erklären, da sie unsere alltäglichen Entscheidungen übersteigt. Es ist kein banaler Entschluss wie die Wahl eines Berufs unter vielen oder wen man zu heiraten gedenkt. Das Verlassen der Bühne, auf welchem Weg auch immer, ist kein Korrigieren des eingeschlagenen Kurses.
Es ist eine Ablehnung der Geschichte, die der Schöpfer erzählt. Und einen Wohnzimmerschlüssel kriegen wir auch noch. Der ist für den ersten Stock, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, warte mal, ich will mal hier die Malerspachtel ausprobieren. Es hat geklappt. Okay. Die Barlow-Linse. Anleitung. Um die Vergrößerung Ihres Teleskops zu verdoppeln, bringen Sie einfach diese Barlow-Linse an Ihrem Gerät an. Dann nutzen Sie die Feineinstellungen, um den Abstand zwischen Ihren Linsen einzustellen. Das ist recht einfach, solange Sie durch das Okular schauen. Suchen Sie einfach nach einer Position, in der das Bild gut zu erkennen ist und flach erscheint. Wenn Ihr Teleskop korrekt eingestellt wurde, sollte Ihr Teleskop ein klares Bild mit hervorragender Vergrößerung bieten. Okay, dann mal wieder ein Hinweis. Ich habe noch nicht alles, was ich brauche. Stimmt. Ich habe nämlich die Linse nicht. Dafür habe ich jetzt den Kellerschlüssel. Na, hol doch die Walzwee. Ein Hundehalsband. Könnte man sich auch mal rumhängen. Oh, wir haben verlorene Kinder für dich. Was ist das? Da kriegen wir nichts. Okay. Interessant. Moment, kann man vielleicht mit der Das ist jetzt offen. Na, das wird noch nützlich werden. Habe es gerade irgendwie so im Augenwinkel gesehen. Ich wollte noch nicht gucken, wo die Waffen drauf ist. 2. Okay. Es ist versperrt. Warum? Macht halt gar keinen Sinn. Das war doch vorher. Wow. Hey, hör doch mal auf. Hey, hör doch. Ich muss hier weg. Jetzt dachte ich schon, da ist noch einer. Alter Verwalter. Also daran müssen sie auf jeden Fall noch arbeiten, an die Verzögerungen da mit den Schüssen. Oh, schrufelig. Ich bin ja begeistert. Ich glaube, ich bleibe mal bei der. Lade ihn mal nach. Ist so eine linke Nummer hier. Das ist eine linke Nummer gewesen. Okay, mehr mein Kellerschlüssel. Ich glaube, ich weiß, für was das da ist. Vielleicht hätte ich erst oben gucken sollen. Aber schauen wir mal. Kellerschlüssel. Einen Schalter. Ich schätze, so geht es auch. Ich weiß nicht, ob das richtig war, keine Ahnung. Aber hier kriegen wir auf jeden Fall das Ventil. Das ist schon mal gut. Da hast du noch fertig, ne? Aber dafür ist der Strom jetzt komplett weg, oder wie? Oh, ich höre irgendwie was.
War das was? Nehmen wir die Spitzhacke. Gott zum Gruße, mein Freund. Harte Ermittlungen. Töte einen Feind mit der Schrotflinte. Okay. Alter Falter, was machst du hier im Keller? Was zur Hölle ist das? Vielleicht hat er Libra oder sowas? Was? Da war doch eine Leiche da drin. Zerbrochene Scheibe? Habe ich mir das nur eingebildet? Ja, ich bilde mir hier so vieles ein, aber... Das war's hier. Aber jetzt ist wieder alles schön hell. Kann die Scheibe hier her? Ja, aber da fehlt mir noch eine. Ist nicht schlimm. Dafür sind wir doch hier ein bisschen weitergekommen. Gehen auf jeden Fall hoch. Und irgendwie. Es klemmt. Ja, ja. Jetzt es hat mehr. Geklappt. Da müssten wir noch jetzt eine Abkürzung nehmen können. Und wir finden noch Money. Ne, da gehe ich jetzt noch nicht rein. Das war die Tür eigentlich zu der Fl- Aha. So einfach ist das. Jetzt muss man ganz kurz gucken. Wir haben den Wohnzimmerschlüssel. Und der Wohnzimmerschlüssel ist, glaube ich, das hier. Komm schon, Grace. Ich bin zu müde für Spielchen. Ich lass dich auch mit dem Messer spielen. Oh, guten Abend. Haben Sie zufällig ein kleines Mädchen gesehen? Ich glaube nicht. Ansonsten hätten Sie es sicher gemerkt. Das einzige Kind, das für diesen Ort verrückt genug ist. Sie ist nicht in Ihrem Zimmer? Ha! Das wäre was Neues. Sie rennt immer nur rum und sucht Ärger. Sie ist schwer zu bändigen, die Kleine. Wollen Sie einen Schluck? Lieber nicht, danke. Tja, ich sollte weitermachen. Es sei denn, Sie brauchen irgendwas von Ich will nur meinen Onkel finden, bevor ihm etwas passiert. Ach, keine Sorge, Miss. Er taucht schon auf. Er ist viel zu zimperlich, um sich umzubringen. Warum sollte er? Er wünscht sich nicht sehnlicher. Wussten Sie das nicht? Bis später. Naja, ziemlich verwirrte Leute hier. Ja, ich würde mal sagen, wir sind ziemlich weit gekommen. Dann würde ich sagen, machen wir hier ein kleines Päuschen und in der nächsten Folge machen wir weiter. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.